Und willkommen zurück zu Let's Play Virtue's Last Reward hier im Treatment Center. Gucken wir uns einfach mal um, ob wir hier noch irgendwas haben. Erstmal müssen wir wahrscheinlich wieder Gegenstände einsammeln, wie zum Beispiel hier. Da ist a binder. Looks like there's a piece of paper in it. It says how to open the pod room door. Ja, guck mal, das klingt doch schon mal nützlich. Das ist ein Tablet. A tablet? There's a message on it. 4 pieces for the first password. 1 piece for the second password. What the hell is that supposed to mean? If I touch it, the screen changes. Enter 4-digit password, then press the enter key on the right. Ah, und ein P-A-S-S. Oder wir machen aus Pass einfach Password und drücken Check. Und dann ist es trotzdem falsch. Okay. Damn. I'm stumped. I know I need a 4-letter password, but that's about it. Wasn't there a message on the tablet before it got to the password screen? Ja, und dass wir fürs zweite Passwort einen brauchen. You mean the one that said something about 4 pieces for the first password or 1 piece for the second password? Yeah. I think that's supposed to be your hint. Maybe, but it doesn't really seem like enough. Nee. Wir haben hier ja auch noch irgendwie Zeug. Da müssen wieder irgendwelche Karten rein, ne? A wall clock, nothing strange here. What? Natürlich ist da was Stranges dran. Aber warum ist das Uhr Nummer 4? Dann ist hier irgendein Knopf, da ist ein Knopf und da sind irgendwelche Steckplätze für Speicherkarten. Was ist daran bitte nicht strange? Are you serious? Are we even looking at the same clock? Everything about it is abnormal. Genau. Really? Totally looks like a regular clock to me. Oh my gosh. Okay, abnormality number one. No hands. Jo, stimmt. Oh yeah, I guess it doesn't have any. What do you mean, you guess? How could you miss that? Sorry. Anyway. Abnormality number two. Ich frag mich gerade, ob Sigma das hier gerade anders wahrnimmt als Clover. There's some weird green glowy thing. Oh, yeah, there is. What is that? I guess there's no way to know without taking it out. But there's a cover, right? You can't get to it. Yeah, and it won't open. Shoot. Well, duh. There's no way it's gonna be that easy. So, if we want this green thing, we have to figure out a way to get that cover open. Ja, wahrscheinlich müssen wir da irgendwelche Hands hier anbringen oder so, ne? Also irgendwelche Zeiger. Yep. Abnormality number 3 is the hole in the bottom left corner. Huh? I wonder what it is. Ja, das frage ich mich auch. I think it's probably a keyhole. Oh ho. Then that means... Wait. We can't think later. I've got 2 more points of abnormality. Die beiden Slots hier und dass da Nummer 4 draufsteht. Vielleicht. Number 4. Turn your attention to the other side of the clock. Specifically the bottom right corner. What do you think these are? Sieht aus wie Speicherkartenslots. Well, there are 2 slots painted red and green. Do you think they're for memory cards? They sure look like they are. And I've saved the best for last. Abnormality number 5 is about number 4. Ja, ne? Huh? Look, see where it says number 4 on the clock face? That number 4 is the 5th abnormality. Yes, I see. It is rather odd. Es kann aber auch einfach nur die Marke der Uhr sein. Does that mean this is the 4th clock? Anyway, those are the 5 weird things about this clock. Where were you looking anyway? At the clock. Then your eyes must be worse than I thought.
ja, wie konntest du all das nicht sehen? Oder du nimmst irgendwie Dinge tatsächlich anders wahr als andere Leute. Da ist das Schloss, hier ist eine komische Pflanze, kann man da reingucken irgendwie? A plant. It's all withered up. How sad. I bet it hasn't been watered. Yeah. Did you notice there's something stuck in the trunk? Ja, hier, dieses rote Ding. Yeah, looks like red plastic. Let me have a look. I'll see if I can pull it out. Huh? It won't budge. I think it's stuck on something. Guess we have to take the whole thing then. Huh? Well, that red thing is probably important. Und du willst jetzt die ganze Pflanze nehmen, oder was? Yeah, you're probably right. Okay, dann nehmen wir einfach mal eine gesamte Topfpflanze mit. Wieso auch nicht? With that plan, there's a bit of red plastic sticking out of the truck. It's in there real good, though. I can't pull it out. Hier war aber doch, glaube ich, noch eine andere Pflanze, oder? Hier sind süße kleine Qualis. Und die eine Quali hat was in sich drin. Oh my gosh! Aliens! Pretty sure they're just jellyfish. Aliens. There are three jellyfish. Two yellow ones and a purple one. What's that inside the purple one? Vielleicht ein Gehirn und es sind wirklich Aliens. Is it digesting human flesh? Why would you even think something like that? I don't think it's meat anyway. Look at it. It's too solid. I think it's a tile of some sort. Hmm. I wonder if we can get it out. Erstmal müssten wir dafür wahrscheinlich hier einen Schlüssel haben, ne? Ein Löwe, der die Sonne isst. Na, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Nice lion. That's a pretty realistic painting. It's a really, really, really real lion. Don't sing in a whisper like that, oder... Oder was hast du gerade gesagt? It's creepy. It looks kinda like he's cuffing up a hairball. Nein, er isst gerade die Sonne. I think he's trying to eat something. Not cuff it up. Ja, die Sonne. He's trying to eat a hairball? Probably something else. What? I don't know. Die Sonne. There's just a hole there. So we need to put something into the hole. Yeah, I think so. Hier, die Pflanze. Aber wir haben noch nicht wirklich was, was wir da reinpacken können. Hier ist irgendein Screen, wo wir wieder... Ist das ein Knopf? There's a button under the screen. Push it then. Right. And there. Hey, it turned on. Looks like there's something on it. Ja, was denn? Ja, geil. What the heck is this? It says start in the corner. There. Here, yeah. Maybe it's a board game. Hmm. 4 pieces für das erste Passwort. 1, 2, 3, 4, also C, 1, 2, 3, 4, P, 1, 2, 3, 4, M, 1, 2, 3, 4, C, P, M, Y. You have found an image of the board game, you can... Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. The screen says the following. 4 pieces for the first password, 1 piece for the second password. C, P, M, Y. Okay, dann war es das nicht. Ich dachte, man muss da 4 Schritte einfach gehen. Do you think maybe pieces could mean like the pieces in the board game? Genau das habe ich mir auch gedacht. Pieces. Don't you remember what it says on the tablet before password screen popped up? Like 4 pieces for the first password, 1 piece for the second password. Those pieces. Okay, but what board game are you talking about? You already forgot? Genau, das haben wir uns gerade eben erst angeguckt. Hier, Was just thinking, maybe this is some sort of password hint. Hm.
Come on! For the tablet! It had some kind of login screen, right? Yeah, so... Well, you need a 4-letter password. And we've got the numbers 1 through 4 on the left side of the... Of this board game... looking thing. Don't you feel like there's gotta be a connection? Ja, ich weiß nur noch nicht welche. Screen is displaying an image of something that looks kind of like a board game. 4. Clover thinks this might be a hint for the tablet login. Glaube ich auch, ich versteh's nur nicht ganz. Das erste Passwort ist hier und dann 4 Pieces. Eins, zwei, drei, vier. C. Eins, zwei, drei, vier. P. Eins, zwei, drei, vier. M. Eins, zwei, drei, vier. P. C, P, M, P. Weil bei M ist irgendwie Richtungswechsel oder sowas. C, P, M, C. Ich verstehe es nicht. Ich probiere es einfach mit CPMC. Ja, komm hier. CPMC. Ist auch falsch. Huh. This is pointless. I don't know what password I'm supposed to put in here. Clover said it might have something to do with the board game. I should go have another look at that game, I guess. Ja, ich gucke erstmal, ob ich noch was anderes machen kann. Ob hier nicht noch irgendwas ist. Denn da ist noch eine Pflanze. Look! Da ist irgendwas Grünes drin. There's a plant over here too. This one's pretty healthy. It's got a piece of plastic stuck in it too. Looks like this won't come out either. Well, I guess I'll be carrying around another plant then. Ja, und das sind zufällig Grün und Rot. Genau die Farben, die hier Steckplätze hatten bei der Uhr. Muss ich da jetzt irgendwie in die Uhr die Pflanzen reinhalten? Da. These look like card slots. There's a red one and a green one. Ja. Ich hab doch hier das green one. Oder muss ich das erst... Guck mal, ich combine die beiden jetzt. I cannot combine these items. Schade. Dann muss ich die wohl doch erst noch da rauskriegen. Lock with no hands. It says number 4. On that face, right below that is a strange object that glows with green light. Number 4. The cover is preventing me from getting whatever it is out. There's also what looks like a keyhole in the bottom left of the corner. Ja. Mhm. Hat das Number 4 irgendwas mit dem Boardgame zu tun? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das Boardgame nochmal angucken. Ist das hier mit drin? Ja. Gut. Start. Das erste Passwort. 4 Pieces. T-O-B-C. Einfach die ersten 4 Buchstaben? Oder was ist damit gemeint? Ich verstehe diesen Hinweis hier nicht ganz. T-O-B-C. Komm, ich probier's einfach mal mit TOBC. 4 pieces for the first password. Ja. If I touch it, the screen changes. Was war das? TOBC war das, ne? TOBC. This is pointless. I don't know what password. Clover said. Ja, ich weiß doch, was Clover gesagt hat. Ich versteh's nur nicht. Door puzzle instructions. The door is protected by a 4-digit password. You can use the hit blow count hints displayed on the screen to figure out what those 4 digits are. Hit blow? If one of the numbers you select is in a number in the password and in the right place, that will add your hit count.
Was? If one of the numbers you select is a number in the password, but is not in the right place, that will add to your blow count. If you get 10 tries, you've got 10 tries. Warte mal. Warte mal, können wir denn... Ah. Wir können vielleicht die Tür hier direkt da mit dem... Shoot, won't open. There's a control panel in the middle of it. Yeah. I think this is how you unlock it. For each number, correct number in the correct place, you will get one hit. Yeah. For each number that is the correct number, but not in the correct place, you get blow. You have 10 guesses to figure out the password. If you guess wrong 10 times, the code will be reset and you must start over. Not quite sure how it's supposed to work, but I guess I can mess with it a little bit. Okay. Nehmen wir doch mal 1. 2, 3, 4. Check. Ich habe 2 Hits. Dann nehmen wir doch mal 2, 2, 2, 3, 4, 5. Ein Blow. Das heißt, dass 1 und 2 schon mal richtig waren. 4, 5. Ein Hit, ein Blow. Gut, clear. 1. 4, 3, 2. Immer noch. Hm. Eins, drei, fünf, vier. Zwei Hit. Vier ist an letzter Stelle, eins ist an erster Stelle. Das dazwischen muss ausgetauscht werden. Eins, sechs, sieben, vier. Zwei Hit. Okay. Dann ist es eins, acht, neun, vier. To hit, to blow. Dann ist es klar, dann muss es 1984 sein. 4 Hit. Complete. Richtig. Gut. You did it, Sigma. Looks like that was the answer. Phew. That was lucky. Anyway, it seems to have unlocked. Dann können wir da auch reingehen und uns hier nochmal nach ein bisschen was umgucken. Vielleicht kriegen wir die Karten noch irgendwie aus den Pflanzen raus. There's this message on the screen. Currently undergoing internal maintenance. Please stand by. I guess we can't use this one. Yeah. Some kind of slot. Looks like there are 3 pots. From the left, there are pot 1, pot 2, and pot 3. There are numbers on them. You just can't really see them from here. Yeah. Von draußen sieht man es aber. 1, 2, 3. Das ist Pot 3. Also, they've got handles. Maybe they're for opening the pots up. Ja, wie wär's, wenn du das einfach mal machst? Und es ist nichts drin. Aber da steht was auf der Innenseite, oder? Ja. This looks like a digital clock. Ja, 11:01. 11 hours and 1 minute. Ich schreibe mir das mal gerade auf. 11:01. Vielleicht, das hat bestimmt irgendwas mit der Uhr zu tun. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch die anderen 3 Kapseln, die wir uns angucken. Sind die auch Maintenance oder sowas? The screen says currently undergoing. Okay, it looks like we can't use this. Wir können gar nichts benutzen wahrscheinlich. Aber wir können die alle einmal aufmachen und reingucken. Oh, guck mal. Ja, das ist a clock, huh? Did you think it was a nipple with 2 hairs growing out of it? Nein, of course not.
The hands are pointing to 6:20. Dann schreibe ich mir das wohl auch mal auf. Nur gerade in der falschen Reihenfolge, weil das, wo wir angefangen haben, ist Nummer 3. Ach, Moment. Nein, da liegt noch ein Schlüssel drin. Mach das nochmal auf. Wir müssen das nochmal aufmachen, da liegt noch was drin. Das dürfen wir nicht vergessen. Wofür auch immer das ist. Yeah. It's a key, isn't it? Jo, ein Silver Key. Den brauchen wir bestimmt für ein silbernes Schloss. Weil Schlüssel passen farblich immer zu den Schlössern. Das ist einfach ein Gesetz, was Videospiele angeht. Okay, auch Maintenance complete. Please insert activation chip. What does it mean about an activation chip? Well, I guess it's a chip we insert to activate the pot. You think? Why are you being like that? This is important, we... Okay, I get it. We need to get Quark into one of these, right? Yeah. So, ihr probiert das jetzt direkt aus. Da ist die Uhr oben drauf. Es zeigt... This is a clock. The hands are pointing to 7:15. Jetzt habe ich meinen Stift gerade fallen lassen. Okay, von 7.15 Uhr zu 6.20 Uhr zu 11.01 Uhr. Are you sure you're reading it right? Yeah. See that 12? That's the top. Ja. Und das ist Viertel, ja. Ja. Klar, ist das richtig. Da ist noch ein Schlüssel, guck mal. There's something in here. A key? Ja, ein weißer Schlüssel. Okay. Dann können wir hier, glaube ich, auch schon wieder raus. Oder ist hier irgendwie noch was? Nee. Hier ist nix. Gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Hinweis für die Uhr. Aber nur ein Hinweis. Aber noch keine Zeiger oder sowas. In der Uhr sind immer noch keine Zeiger dran. Aber vielleicht kann ja einer der Schlüssel hier rein. Ach, guck mal. Tatsächlich. Haha. It's open. Jetzt kann ich das benutzen. Well, I guess I'll grab this thing first. Das ist Chip Number 1 written on it. Okay. Wahrscheinlich können wir jetzt wieder zurück hier rein. Dann können wir zu Pot Nummer 1 gehen und den Chip in den Slot stecken bei dem Gerät hier. Jupp. Oh, look! The color changed. I think it says something too. Und was? There's a message on the screen. Before use, the system must be initialized. Please perform the following tests. First, treat vegetation. Second, freeze vegetation. Until tests are complete, pod will not function with human occupant. What the heck is this? We can't put a person in there until it runs its tests. Seems pretty clear to me. Then what about Quark? Don't worry. Aber wir haben Pflanzen dabei, das heißt, wir können die da reinlegen. We just need to run the tests. Something about treating and freezing a plant? Yeah. Treating makes sense, these being treatment pots and all, but freezing? Well, we don't really have a choice, do we? Ich glaube wirklich immer noch, dass Clover da drin gelegen hat. We gotta follow the instructions. Come on, we don't have time to just sit around. We gotta do these tests so we can get Quark into one of these pots. Yeah, right. Got it. Damit kriegen wir dann wahrscheinlich die Plastikkarten aus den Pflanzen raus. Nehmen wir doch mal zuerst die Withered Plant, weil die muss getreated werden. Okay, put the Withered Plant down. What do we do next? Let's try closing the pot. Right, here goes. Die andere wird gefroren, ne? Identifying subject, done. Diagnosing subject, done. Initiating treatment cycle.
Und jetzt ist die Pflanze wieder gesund und wir kriegen wahrscheinlich das Plastikstück da raus. Die andere Pflanze müssen wir einfrieren und dann kriegen wir das Plastikstück auch aus irgendeinem Grund da raus. Treatment complete. Pot opening. Guck mal, sie ist völlig gesund. Hey, what the heck is this? That plant was practically dead a minute ago. No way. No way, that's impossible. It's like magic. Well, we won't need this plant anymore. He's done a good job. Thank you for your service, sir. Huh? Hey, it looks like there's something in here. Ja, genau. Die Karte. It must be the thing that was stuck in the trunk. Whatever the treatment was, much have pushed it. Was? Whatever the treatment was, must have pushed it out, muss das wahrscheinlich heißen, ne? Sonst macht das echt keinen Sinn. Sorry, wenn das da nicht richtig steht, kann ich das auch nicht richtig lesen. So, healthy plant, du wirst jetzt eingefroren. Okay, this time is it's the healthy plant's turn. I wonder if it will work. Who knows? Let's just close it up. Weep. Identifying subject done. Diagnosing subject done. Initiating freezing cycle. Done. Und jetzt haben wir gleich eine total totgefrorene Pflanze. Mit der wir irgendwas machen können. Freeze test complete. Pot opening. Wow, it's totally frozen stiff. Probably because of your lame joke. Did I say something? Look, the leaves are all crunchy. Crunch, crunch, crunch. Crunch, crunch, crunch. Oh man, what do you do, Clover? It's all broken now. But... Whatever. Just help me clean it up. Ja, Clover ist echt ein bisschen dumm. Aber wir haben die Karte. Huh? This wasn't here before. Doch, das lag eben auch schon in dem ganzen Müll, den du gerade weggeräumt hast. It's the plastic thing that was stuck in the trunk. It must have fallen out when the plant shattered. Alright, I think I should complete both of the tests. So hurry up and put Quark in. I know, hang on. Good. There we go. He's sure sleeping pretty hard, huh? You'd never think he's sick. I guess that soporate stuff is pretty strong. Yeah. So... what do we do now? How about closing the cover like we did before? That should start the automatic diagnosis. Got it. Hätten wir noch nicht da reinlegen können? Identifying subject, done. Diagnosing subject, done. Single human occupant secured. Beginning treatment. Is he going to be okay? Maybe we should check the screen. Yeah. I think this is some kind of readout of Quark's vital signs. Body temperature, pulse rate, blood pressure, respiration frequency. They all look normal. What a relief. Wait. There's something else down at the bottom. Radical 6 virus detected in subject. System is not equipped to treat Radical 6. Current program will activate symptom, will alleviate symptoms, but cannot cure viral infection. Damit kann man zumindest die Symptome schon bekämpfen, okay? What the heck? What the heck? Then what was the point of putting him in here? Well, I don't think there was no point. After all, it says it can alleviate the symptoms. Das heißt, wird sich wahrscheinlich nicht umbringen. But, hold on. Let's keep looking. It says more. This system is capable of inducing a cold sleep state. Cold sleep state freezes subject with CAS, preserving cellular structure. During cold sleep state, body functions are suspended, preventing viral spread. Activate sleep function. Yes, no. Cold sleep?
What the heck is that? I have no idea. Ich glaube aber tatsächlich, dass Clover da drin gesteckt hat. Wir haben diese Pots ja in einem anderen Zeitstrahl schon mal gesehen. Und da hieß es, drei von uns wären da tatsächlich drin gewesen. Ich glaube, Clover und Alice waren auf jeden Fall zwei davon. Wer der oder die dritte war, weiß ich allerdings nicht. But remember the freezing test? Ja. Whatever, we need to get out of here and tell everyone else about this. What should we tell it to do? Huh? Do we put him in cold sleep? Activate sleep function. Yes, no. No question. What if he got smashed like the plant? No, it is. Okay, dann nehmen wir ihn da mal besser wieder raus, ne? Quark is in this pot and it's treating him right now. I probably shouldn't open it. Ah, okay. Dann erstmal ihn treaten und fertig werden lassen. Gut, dann, dann haben wir hier eigentlich noch die Uhr, wo wir jetzt die Steckerkarten für haben, die wir da natürlich reinstecken können. Einmal hier den grünen. Look, there's a hand on the face now. Aha. Okay. Is this a minute hand? It's pointing to 5 past. Ja, aber wir brauchen hier auch noch die Memory Card. It did it again. There's another hand. Looks like an hour hand. It's pointing to 4 o'clock. Ich glaube, jetzt müssen wir die hier verstellen, ne? 4 o'clock. 5 minutes past. Kann ich hier nicht irgendwie das, kann ich damit auch irgendwas machen? The hands on the... Nummer... Hä? Ah, Moment! Nummer... Weil hier steht Nummer 4 drauf, das heißt... 1, 2, 3... Die Pots waren ja 1 bis 3 und das ist Nummer 4, kann ich mir denken. Und deswegen schreibe ich mir hier nochmal 405 auf und vielleicht brauchen wir die Zahlen nicht für diese Uhr, sondern wir brauchten die von dieser Uhr für irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Gucken wir nochmal um, wo wir eine Uhrzeit für irgendwas gebrauchen könnten. Wir haben hier wahrscheinlich noch den Schlüssel für. There's a lid on the tank. Well, you can't open it? Nope, looks like it's locked. Well, it's got a keyhole. Then I guess we need to unlock it, if we want to open it. Sigma? What? I think you can unlock it right now. Ja, ich hab doch den Schlüssel. Oh, yeah. There we go! Und jetzt fließt das ganze Wasser raus. Now I should be able to open this thing. Achso, okay, das öffnet sich nach oben. What the hell? There's a second lid. Yeah, but it's got a hole in the middle. You stick your hand in there, maybe you can grab that one with the meat in it. It's not meat. Das ist die Sonne für den Löwen, glaube ich, ne? Whatever. Let's give it a shot. Ah, hot! Shit, this water's really hot. Really? Really? Then these bubbles. Yeah, it's boiling. No way. No jellyfish could survive in boiling water. They are aliens. Yeah. We should try and get the purple one to rise up to the top somehow. If we can get it right under the hole in the lid, I think I can grab it. You can move the 3 jellyfish by clicking and dragging the mouse or using the arrow keys. Move the purple jellyfish to the hole using the water currents in the tank. If you move one of the yellow jellyfish to the hole instead, you are a failure and we are very disappointed in you. Okay, tut mir leid. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Okay, let's do this. Das, war es das nicht? Ach, ah, okay.
Das, war's das nicht schon? Hä? Das war ja voll einfach. Gotta grab it jelly fast. What the heck? Jellyfish and fast cause the water's hot. Ja. Artificial Jellyfish. Ach, das ist nicht mal ein echter. Und wie kriegen wir das Ding jetzt da raus? This is Ellen. She's a mysterious, intelligent life form from the other outer reaches of space. Don't give it a name. Du hast Mr. Hoppington doch auch schon einen Namen gegeben. Also, here. Here, take it. Hey, stop it. What if it grabs onto my face and lay eggs in me or something? Come on, it just wants to give you a hug. Besides, it's not even alive. It's a thing, man-made, like a toy or something. But it's digesting a chunk of meat. Nein, that's not meat. Then what is it? Die Sonne, die wir brauchen, um das ins Löwenbild einzusetzen. Hold on, I'll pull it out now. Circular tile, okay. Und das Ding packen wir jetzt hier rein. Yep, fits perfectly. Yeah. I don't think it did anything, though. Look! Huh? Hat's doch was gemacht? Ah, guck mal. What the heck is this? A laser? Okay, ist das ein Augenscanner oder sowas? Gosh, I didn't think there'd be something like this behind the picture. A laser. Ja, und wo genau pointet dieser Laser hin? Das ist doch die Frage. Dahin. Warum pointet er auf die Nummer 3? There are 3 treatment pots in the pod room. There are numbers on one of each end of each one. Reading from the left, there are 1, 2 and 3. Huh. Ich frag mich gerade, was soll denn dieser der Laser? Ich meine, er hat mir bis jetzt nichts gebracht. Huh, okay, wir haben immer noch das Tablet. 4 pieces for the first password, 1 piece, okay. Vielleicht, Archiv. Haben wir hier ja das Illustration of Dice Game. Wir haben hier ja eigentlich schon 4. Also wir haben hier das erste müsste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also J. Ich probiere mal, ob das klappt, aber ich glaube nicht. S, C, M, S ist falsch, okay. Habe ich mir fast schon gedacht, dann habe ich nicht verstanden, wie es funktioniert. Vor allem, was heißt das hier? M und H. Das muss ja irgendeine Bedeutung haben, ne? Stunden und Minuten! Okay. Mir ist gerade was aufgefallen. Das hier ist ja Pot Nummer 3, ne? Aus irgendeinem Grund habe ich mir den als Pot Nummer 1 aufgeschrieben. Also nochmal. Drittens ist 0, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P. Pur. Okay. Und jetzt nochmal das andere
Vielleicht gibt es noch ein anderes Passwort, wenn man immer wieder bei T anfängt. Mal gucken, weil es muss ja zwei geben, auch für das, für die Goldfiles. Sind wir wieder bei P und von P aus G und von T aus fangen wir nochmal an. Dann haben wir zwei Passwörter, pur und past. Ich denke mal, das klingt nach zwei echt existierenden Worten. Ich habe mich aber auch blöd angestellt. Pur. Completed. Ha, thought so. Nice work, Sigma. Yeah, I guess. Oh, wait. Look. Das ist das Secret File Passwort. Okay. Mond, Mond, Mond. Huh? This is... It's a password for the safe. Und dann haben wir hier aber auch noch ein anderes. Ja, das war das Second Password. Was das jetzt mit den Four Pieces und... Ich glaube, Four Pieces war einfach, dass man immer weitergehen muss. Dass man halt vier Schritte geht. Oder so. Und One Piece heißt, dass man immer wieder von vorne anfängt. Also, dass man nicht alle auf einmal macht, sondern jedes Stück für sich. Falls ihr versteht, was ich meine. Das andere, was wir noch haben, ist Past. Die Vergangenheit. Completed. Ob die Vergangenheit wohl irgendwas hier zu bedeuten hat. Good job! You're locked in! Yeah, but look at the screen. Wir haben Stern, Stern, Stern. Huh? This one is different. All the symbols are in different spots. Ja, und das sind andere Symbols. Aber wir können jetzt hier endlich raus. Wir können erstmal die Secret Files aufmachen. Secret Files. Secret Files. Secret. Moment, das stand in die Richtung, glaube ich, ne? Der war irgendwo hier, der Safe. Der war doch in die andere Richtung. Wo ist denn der Safe? Hä? Wo ist der Safe? Der war doch hier. War der nicht bei der Uhr? Ja, war er. Er ist nur nicht innerhalb des Blickfelds. Okay. This is a safe, right? Yeah, just like the ones in the AB room and the infirmary und überall sonst auch. It should open when we plug in the right password. Assuming it works like the others, of course. Ja, tut es. So, fangen wir an mit Mond, Mond, Mond. Damit kriegen wir schon mal die Golden Files. Completed. You did it! You opened it! Gut, dann können wir uns diese ganzen Secret Files ja jetzt schon mal angucken. Sekret. Und zwar haben wir was neu bekommen? Wir haben Treatment Pod. An amazing machine that augments an individual's natural ability to heal, strengthens their immune system, accelerates their metabolism, and can cure many otherwise incurable diseases. In addition, it can create personalized medicines, wahrscheinlich das, perform gene therapy and even repair the effects of radiation damage. What an incredible machine. It's not that incredible if it can't cure Radical 6, you say? Yes, well, I guess you've got a point. But don't worry, it also has a function called cold sleep. Cold sleep uses CAS freezing to freeze the entire body without damaging it. That way, even if the disease you have can't be cured, you can be frozen until a cure is found. Ja, das gibt's tatsächlich übrigens, ne? There are generally two types of cold sleep. The first type involves lowering your internal body temperature. Es gibt zwei Arten, okay. This reduces your basal metabolic rate and induces a state similar to hibernation. In other words, your body is still actively functioning, just very slowly. The other sort of cold sleep is the one in this game. This involves freezing your body to essentially lock it in whatever state it was in. Until recently, this was impossible, because the expansion of crystallization that took place during the freezing process irrevocably damaged human tissue. In the world where this game takes place, however, CAS technology has overcome this hurdle and made cryonics a reality.
Soweit ich weiß, ist es aber auch, gibt's wirklich schon Leute, die sich einfrieren lassen. Also auch im echten Leben, weil sie irgendeine Krankheit haben, um später geheilt zu werden. Und das kostet dann mehrere zigtausend Euro oder zigtausend Dollar oder sowas, um sich da einfrieren zu lassen. The resusciation rate is nearly 100%. In fact, you'd be much more likely to die in a plane crash, which means that freezing yourself to visit the future is safer than flying from Tokyo to Milan. Warum auch immer man dahin fliegen sollte. Warum ausgerechnet diese beiden Städte? CAS. CAS stands for Cells Alive System. It allows organic tissue to be safely and non-destructively frozen. In this game, CAS is used to put people in cold sleep. It supercools the subject with a magnetic field and causes them to freeze almost instantly, preventing crystallization. In real life, the problem comes when you try to thaw something out, which also must be done instantly. In this game, however, the technological magic of the treatment pot makes returning from cold sleep possible. The past two non-Airy games. Aha, okay. November 2018. 16 children were reported missing. In actuality, 18 children were taken, but two were never reported. Also, okay. Das waren Akane und Dings, glaube ich. Akane und Santa. The person in charge was someone we will refer to as H, also Gentaro Hungu. The purpose of the game was to conduct experiments on morphic resonance with the children as test subject. I won't go into the specifics here, but the short version is that this was the first nonary game. November 1st, 2027, a total of 9 people participated in this session. They were abducted just as the children had been, but this time Age was not in charge of the game. Clover was a participant in both games and now she finds herself playing the nonary game yet again. Nur dass das hier ein komplett anderes nonary game ist und ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeinen Bezug hat zu den alten nonary games. Asper Resonance. In the context of this game, Aspers are people with the ability to access the morphogenetic field. An Asper can increase the strength of their signal by being in close proximity to other Aspers, assuming they are the strongest. The strongest signal will absorb any weak ones nearby and use them to amplify its own strength, sort of like waves. The biggest wave adds the amplitude of smaller waves to its own and covers them up. Ich weiß nicht, wie viel die Morphogenetic Fields auch hier wieder in dem Spiel mit zu tun haben. Mal schauen. Nonary Veterans. The following 9 people were participants in the Nonary game that that Clover claims to be have been part of. First, Ace, middle-aged man. Snake, Clover's older brother, real name Light. Center, arrogant, uncooperative young man. Warum steht da nicht real name Aoi oder wie der hieß? Clover, still Clover, just younger, with a jacket. Ja, und sie heißt einfach wirklich Clover. Das war halt der größte Troll ever. Junpei, hero of 9 hours, 9 persons, 9 doors. Und bestimmt nicht Tenmyoji oder so, ne? Nein. Junpei's childhood friend, real name Akane Kurashiki. 7. Amnesic detective. Lotus, attractive programmer, has 2 daughters. Kubota, skittish man, gets blown up. Mehr hat der auch echt nicht gemacht in dem gesamten Spiel. Neostigmine. A type of carbamate compound which acts as a reversible acetylcholinesterase inhibitor, exciting the parasympathetic nerve. This allows it to counteract the effects of the muscle relaxant tubocurarine. It can be delivered with an injection gun like the one you see here. Aha, da haben wir also unser Gegenmittel gegen das Sterben.
So, wir müssen dann jetzt aber hier nochmal das andere Passwort eingeben. Das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schwer. Ja. Stern, Stern, Stern. Boom. Was haben wir denn hier drin? Da sind doch immer irgendwelche nützlichen Dokumente drin. Ach, guck mal, da ist das Gegenmittel. Phew. It's open. Good job. That's twice you opened it. Wow, that thing looks dangerous. You mean this gun thing? Ja, das ist aber das Gegenmittel, mit dem du in dem anderen Zeitstrahl geheilt werden kannst. Yeah. I wouldn't worry about it. I think this is just an injection gun. It's a helpful tool, not a weapon. Are you sure? I think that kinda depends on what's in that vial there. The label says neostigmine, also genau das, was du brauchen kannst in dem anderen Zeitstrahl. Huh? What did you just say? Neostigmine. Why? Does that mean something? Let me see it. Neostigmine. Neostigmine. I feel like I've heard it somewhere before. Ja, und das hilft gegen das Ding, durch das wir hier sterben können. No good. I can't remember. Damn. I don't think it's bad, though. Do you have any proof? Nope. Of course not. Could you let me hang on to this? Are you sure it's not dangerous? What would you do if it was? Alright, I trust you. You don't seem like a bad person. Nein. Thanks. Then how about I let you take me on a date sometime? If we get out of here in one piece? Yeah! Was? Cool. Moving on. We've still got a bunch of stuff in here. Haben die sich gerade echt zu einem Date verabredet? Also so wirklich ganz ohne... unironisch, so ohne... und ohne seducen und sowas alles? We still got a bunch of stuff in here. Yeah, but it's all flat stuff. Yes, it is. First we've got... yeah... flat stuff. A map. Ja, die total unwichtige Map. Floor B. The map found in the infirmary floor A. I guess that means floor A is the top floor. I mean, we took the elevator down to get here, right? Yeah, that sounds right. Up next, some gray cards. Ja, die moon cards. Key cards. They've got moons on them too. These must be moon keys the announcer was talking about. There are two of them, just like with the sun keys. One for you and me, and the other one's for Quark. But he's... well, there's not much point in giving it to him. I'll hang on it for onto it for now. Okay. Was, die anderen beiden Sachen, die wären jetzt noch wichtig. Da ist wieder irgendein USB-Stick und noch irgendwas, ein Dokument. A piece of paper with something written on it. Here are some more AB games rule for you. Not voting, okay, it's not an option. Good, das ist das, das kennen wir schon. Yep. In other words, all three of us can't not vote. One of us has to. So either you or me, you mean? Oh well. There's no reason not to pick Ella in the next round anyway. Of course, first we've gotta get out of this room. Doch. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Clover vertrauen würde, weil wenn sie auf Betray drückt, dann hat sie 9 BP. And that will be easy. Just look at the last thing in the safe. The key to the egg. Ach, das ist der Schlüssel, das ist kein USB-Stick, das ist der Schlüssel. Wir müssen ja auch immer noch hier raus, okay. It should open the exit, good. Let's go. Okay. Das war in die Richtung, ne? Hier war der abgeschlossene Raum, gut. Und beim nächsten Mal gehen wir dann durch die Tür. Bis dann, Leute. Ciao.